Willkommen zu Tag 4 bei Don't Starve. Ich bin der Conny von Nerd Derby und wir sind hier weiter unterwegs mit der Axt und auf der Suche nach dem ewigen Leben. Auf der Suche nach dem Überleben vor allem. So, wir gucken nochmal kurz gleich, nachdem wir hier ein paar Ressourcen noch eingesammelt haben, was wir denn noch bauen können. Und ich muss mal schauen, dass mein Hunger wieder gestillt wird. Was ist das denn hier? Jo, können wir machen. Oh, der macht ein bisschen satt hier. Das waren die beiden kleinen Häschen, die ich vorhin noch mit der Falle gefangen hatte. So. Wichtig wird es jetzt demnächst sein, also erstmal vielleicht noch Werkzeug bauen. Wo ist denn die Schaufel? Da ist sie doch. Habe ich nicht eine? Okay, ich habe eine. Die nehme ich mal kurz in die Hand. Und einen Hammer würde ich dann auch bauen. Davor benötige ich noch... Ah, Mist. Ich brauche zwei Seile. Aber gut, erstmal die Schaufel. Denn mit der Schaufel können wir nämlich hier sowas Schönes ausheben. Die Setzlinge. Und die können wir dann später selber einpflanzen. Dann sind wir nämlich unabhängig davon, hier irgendwie rumzusuchen. Das gilt, glaube ich, auch für das Gestrüpp hier. Aber jetzt erstmal kurz abwerfen und hier was essen, damit ich wieder Platz im Inventar habe. Ach, das lässt sich nicht stapeln. Ist nicht stackable. Ihr seht schon, jetzt komme ich an meine... Ne, das sind unterschiedliche Sachen hier, ne? Daher weht der Wind. Das schmeiße ich immer weg. Gut, weiter im Text. Doch, das ist schon stapelbar. Das eine ist eben hier dieses Cut Grass. Und auf der anderen Seite aber auch Grass Tuft, damit wir das Ganze selber auch anpflanzen können. Wo sind meine Fallen nochmal verteilt? Ich habe jetzt schon wieder... Da oben sind welche, ne? Okay. Ich laufe aber erstmal geradeaus nach oben weiter, denn wir brauchen auf jeden Fall über kurz oder lang eine Büffelherde, damit wir an Dünger kommen. Sonst können wir nämlich unsere kleine Farm gar nicht bauen. So. Und am besten macht man dann auch das Lager direkt an so einer Büffelherde. Da ist man nämlich auf der einen Seite geschützt vor den Hunden. Kann man nämlich einfach hinflüchten. Und die Hunde kommen ja schon, glaube ich, nächstes Mal, wenn wieder Tag ist. Also morgen quasi, am Tag 5. Wie schon wieder voll, das Inventar? Ist nur bis 10 stapelbar, okay. Dann verzichte ich erstmal drauf. Und, ich schaue nochmal kurz hier rüber. Ob meine Fallen wieder irgendwie voll sind. Ja doch, hier zappelt doch was. Erstmal hier wieder was essen. Ach, das macht leider den Hunger nicht weg hier. Tja. Mir fehlt einfach Platz im Inventar. Man muss es ja leider so sagen. Mist. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Was kann ich denn wegschmeißen hier? Flint brauche ich, die Rocks eigentlich auch. Ah, ist das ärgerlich. Okay, wir machen es mal anders. Nee, erstmal hier. Die Zeit rennt uns ja davon. Ja, nicht so schön jetzt. Ich wirke nicht souverän, aber ich habe euch ja gesagt, irgendwann kommt der Punkt, an dem ich etwas blind spiele, weil ich noch nicht so genau weiß, in welcher Reihenfolge welche Gegenstände und so weiter sinnvoll sind. Und einen Rucksack hätte ich jetzt schon benötigt. Dann kann ich zwar meinen... Ja, jetzt ist schon wieder dunkel. Ist das ärgerlich. Okay, wir machen es mal anders. Ist ja auch alles schon besetzt hier. Wie kann man das denn hier einpflanzen? Macht er das einfach so? Ah ja, okay. Das funktioniert. Aber ich müsste es jetzt erstmal mit Dünger versehen, damit es überhaupt funktioniert. Okay, wieder mal ein Lagerfeuer. Eigentlich wollte ich ja schon... weiter sein nach diesem Tag.
Aber da ist mein eigenes Unvermögen leider im Weg gewesen. Was benötigen wir hier? Ach so, was wir auf jeden Fall machen können, tatsächlich Boards mal ein paar bauen. Oh, dafür haben wir schon wieder keinen Platz. Okay, dann erstmal Flint weg. So. Denn jetzt kommt tatsächlich der Rucksack. Und den nehme ich. Und schmeiß dafür erstmal hier meine... Genau, perfekt. Meine Rüstung weg. Ich hoffe, die wird hier nicht irgendwie vergehen. Ich denke mal, dass die hier einfach bleibt. Ich weiß es zwar nicht, aber man ist ja optimistisch. So, und jetzt können wir aus dem ganzen Holz ein paar Bretter bauen. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. So, was haben wir hier? Steine. Ja. Nehmen wir auch mit. So. Okay, das hätten wir auch. Was kann ich jetzt wiederum mit dem Zeug machen, das ich hier habe? Pitchfork brauche ich eigentlich jetzt noch nicht. Ah ja, du hast Hunger, mein Freund. Oh ja, das war super schlau von mir. Ich habe mich nicht ums Essen gekümmert. Ich habe mich nicht ums Essen gekümmert. Das ist nicht gut. Das kann ich jetzt zwar essen, aber es stillt halt nicht meinen Hunger. Ärgerlich. Und rösten kann ich es auch nicht. Okay, ich schmeiße es mal hier auf den Boden, denn das kann dann am Ende zu Dünger werden. Oh, fuck. Hat Feuer gefangen. So bekommt man also Asche. Okay. Habe ich nicht gewusst. Finde ich witzig. Wie sieht's denn damit aus? Hier kann ich das auch planten alles, ne? Ja. Kann ich planten, aber ohne Dünger hilft das ja alles nichts. So. Ob ich das überleben werde, die Nacht? Wenn ja, müssen wir uns sofort auf die Suche begeben. Nach den Fallen, die da oben sind. Denn die werden uns womöglich das Leben retten. Den Hammer, den bräuchte ich eigentlich noch am Ende. Dann kann ich nämlich Gebäude nochmal abreißen. Zum Beispiel auch die Science Machine. Das müsste dann gehen. Ich heb nochmal kurz meine Rüstung auf. Gleich ist der neue Tag. Okay, Tag 5. Jetzt aber mal nichts wie hin da oben. Zu meinen Fallen und dann Hasen essen. Da wackelt schon alles. So. Hier zappelt's auch. Und diese Fallen setzen wir auch gleich wieder hin. Die nehme ich mal auf und setze sie noch ein Stückchen. Moment. Über das Loch. So, ich hoffe mal, dass es hier wieder voller wird. Gut. Jetzt haben wir zwei Hasen, ne? Genau. Okay. Nee, ich muss es leider jetzt machen. Ich muss jetzt essen, weil sonst wird es echt zu spät. Und das muss ich ja nicht riskieren, dass ich hier auch noch irgendwie, ne? Ums Leben kommen, wegen Hunger. Erstmal ein bisschen was nachlegen. Ich habe nichts, okay, egal. Schnell. Freundliches Geräusch vom Hasen beim Sterben. Boah, das ist aber alles hier ganz schön zäh mit dem Essen. Aber gut, erstmal weiter. Ja, du bist immer noch hungrig, ne? Hier sind so viele Hasen, ne? Lasst mich mal noch ein paar Fallen bauen. Oh Mist, mir fehlen die Ressourcen. Ich brauche noch Cutgrass, um Fallen zu machen.
Aber das Wetter passt sich ja unseren Verhältnissen in Deutschland gut an. Oh, Berrybusch weg. Ja, mit der Schaufel kann man also hier dann alles ausheben, anstatt einfach nur was zu pflücken. Aber hier oben war ich schon, ne? Okay, nochmal ein bisschen in den Osten. Mein Gott, gibt auch wirklich schöneres Wetter hier. Ja, vor allem Tag 5. Oh, da ist eine Büffelherde. Guckt euch das mal an. Vor allem, was ist denn hier alles los? Der sieht ja genial aus. Oh, ich hoffe, es ist nicht Brunftzeit. Es kann nämlich auch sein, dass dann... Okay. Hier ist eine Truhe. Was finden wir hier? Ups, verdammt. Kann ja auch keiner wissen. Alles tot, alles weg. Ah, ich sterbe. So, jetzt wird es langsam... Was habe ich denn hier bekommen? Firestaff. Okay. Was noch? Könnten die einfach mal hier hinscheißen, weil ich brauche Dünger. Da ist ein Stück Kot von einem Büffel. Wir zoomen mal ran. Das ist ja hier episch. Kann man die Mücken einfangen? Nee. Okay, also. Erstmal das hier essen. Und dann nehmen wir hier den ganzen Kot mit. Das bedeutet, für unser weiteres Vorgehen... Ja, Asche nehmen wir auch mit. Oh, jetzt aber schnell. Asche, 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 Asche. Büffel, Wolle. Mist, ich hätte vielleicht einfach davor erstmal gucken sollen, was sich denn dahinter noch verbirgt, ne? Aber ist okay. Kriegen wir alles hin. Ich werde gleich... Kann ich den Hammer schon bauen? Offenbar nicht. Was fehlt mir denn jetzt dafür? Stein und Seil. Ah, jetzt wird es schon wieder... Jetzt wird schon wieder dunkel. Ist das bescheuert. Okay, aber nachdem die Büffel hier sind... Dünger nehmen wir mit. Hier den Dünger auch noch. So viel Zeit muss sein. Werden wir irgendwo hier unser dauerhaftes Camp hinstellen. Denn hier haben wir schöne Grünfläche, können also schön einpflanzen. Und wir können auf den Dünger direkt zurückgreifen, wenn die Büffel in der Nähe sind. Ich hoffe, sie bleiben auch in der Nähe. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Auf dem Rückweg gucken wir noch bei unseren Fallen vorbei. Moment. Ah, nehmen wir mit. Da habe ich den Hasen verscheucht. Herrlich. So. Ja, hier wackelt schon was. Hier wackelt auch was. Wir essen das wieder. Nehmen das hier wieder mit. Und dann geht's erstmal zurück. An unsere Science-Maschine, solange wir noch keinen Hammer bauen können, werde ich da auch nicht weggehen, denn die Science-Maschine kostet ein Gold und dementsprechend ist es ein teurer Spaß, wenn ich die jetzt einfach hier ignoriere. Aber sagt mal, ist hier doch was gewachsen, ohne dass ich gedüngert habe? Hä? Das war da auch nicht da. Berries, ach Mist, wir lassen es erstmal liegen. So, jetzt gucken wir nochmal. Pitchfork, Razor, den Hammer, den Hammer, den Hammer. Dazu brauche ich erstmal ein Seil. Das kann ich bauen. Und was benötigen wir noch für einen Hammer? Wo war er? Wo war er? Rocks. Ach Mist, ich hatte ja genug Rocks. Aber habe die eben zu Stein gemacht. Das war natürlich dämlich. Ja, erstmal Lagerfeuer machen. Es wird Nacht. Nein, ich habe kein Holz. Freunde, jetzt wird's echt bitter. Jetzt aber mal schnell.
Mist, Mist, Mist. Fuck. Nein! Oh mein Gott. Oh, ist das bitter. Ah, ich dachte, man kann auch mit den Holzbrettern alleine schon ein Lagerfeuer aufmachen. Oh weh. Am vierten Tag schon gestorben. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist peinlich. Aber ich danke euch trotzdem fürs Zugucken. Das nächste Mal starte ich wieder bei Null. Bis dahin.